Die allgemeine Suchtdefinition der Weltgesundheitsorganisation sagt, Süchte können sowohl körperlicher als auch psychisch-seelischer Natur sein. Mir ist das ehrlich gesagt zu schwammig. Es geht hier um die Lebensqualität, es geht um die Volksgesundheit und da sollten wir durchaus ein bisschen Exaktheit zur Anwendung kommen lassen. Straßenbahn, alles hustet und niest, einige werden krank, einige nicht. Mich haben immer die interessiert, die nicht krank werden, weil es normal ist, dass man sich ansteckt. Also interessieren mich die, die sich nicht anstecken. Was machen die anders als die Mehrheit? Weil dort will ich ja hin, nicht anstecken. Und es gibt Wege. Der normale Arzt ist gar kein Arzt mehr, der ist der schlechteste aller Tröster. Der glaubt selbst nicht an die Heilung, sondern er glaubt selbst nur, dass er den Patienten ein bisschen oder die Patientin ein bisschen begleiten kann und in der Hoffnung, die Grippe geht wieder weg. Je mehr sie ein Symptom bekämpfen, desto schlimmer wird es. Oder es kommt an anderer Stelle nach. Deswegen ist es eine ganz schlechte Idee, einfach den Teppich aufzurollen, ohne den Wasserkran abzudrehen. Der Boden darunter wird dann nämlich auch nass. Es ist ein Industriezweig, die Medizinindustrie. Die haben überhaupt kein Interesse daran, dass es ihnen gut geht, weil dann sind sie als Kunde verloren. Oder haben Sie geglaubt, die Medizinindustrie wäre Ihr Freund?